Mein Name ist Vincent Oyuga Onyango. Ich bin seit anderthalb Jahren hier in der Notaufnahme als Pfleger tätig. Ich habe meine Ausbildung Klinikum Region Hannover gemacht. Sofort nach der Ausbildung habe ich mich hier beworben in der Notaufnahme, weil ich gerne in der Notaufnahme arbeiten wollte und wurde ich genommen. Zentralnotaufnahme, jeder Krankenhaus, je nach Fakultäten, was die haben, ist ein ganz interessanter Bereich. Da hat man verschiedene Krankheitsbilder. Das hat mich beeindruckt, als ich meinen 8 Wochen Einsatz in der Notaufnahme während der Ausbildung hatte. Und das hatte ich sofort gemerkt, dass das für mich ist. In der Zentralnotaufnahme haben wir unterschiedliche Disziplinen. Zum Beispiel hier in der MAH haben wir 21 Disziplinen, die deren Patienten durch uns dann kommen. Aber in der Zentralnotaufnahme haben wir feste Fakultäten, die auch den Ärzte hier sind. Und das sind Innere Medizin, Unfallchirurgie, Neurologie, Psychiatrie und Allgemeinmedizin. Von hier sind unsere Behandlungsräume und wir haben insgesamt 9 Behandlungsräume und 2 Schockräume. So, das ist unser Behandlungszimmer 5. Wir haben hier die Möglichkeit, Monitoring durchzuführen, damit wir die Vitalzeichen von Patienten immer auf den Blick haben. Patienten haben Notruf, falls irgendwas ist, falls sie was merken, die sind alleine dort, dann dürfen die Patienten auf den roten Knopf drücken, dann kommt ein Kollege. Hier habe ich eine Möglichkeit, wenn ich einen Patienten aufnehme, alles hier zu dokumentieren, weil wir alles über SAP alles dokumentieren müssen, was nicht hier in diesem Behandlungsraum passieren kann. Wenn Patienten so schlecht geht, dass die nicht hier gemonitort werden können, dann kommen die in unser Schockraum. Das ist Schockraum 1, das ist meistens ein unfallchirurgischer Schockraum, wo wir Verletzte versorgen können, wo wir auch vor Ort röntgen können. Wie das Zimmer aussieht, sieht nicht wie unser normalen Behandlungszimmer, sondern ein bisschen anders. Da haben wir unser Röntgengerät, Beatmungsturm. Herr Manus, Herr Monian. Ich kann Sie mal mit diesem haben der HNO-Arzt dann verbinden. Was dann? Psychiatrischer Patient hat Angst, muss mir dann im Auge behalten und wurde schon angemeldet. Bringen wir schon in ein Zimmer und dann wird von dem ersten schon. Was hat er für Beschwerden? Schlafstörung, Depression, hat Angststörungen und da müssen wir auch im Auge behalten bzw. gucken, dass er sich nicht was antut. Wenn ein Patient zu uns kommen sollte, die sind eingestuft, je nach Intensität von Verletzung bzw. Gesundheitlichen Zustand. Alle Kliniken in Hannover und Region nutzen dieses IVENA-Programm, um alle Notfälle anzumelden in verschiedenen Krankenhäusern. Was ich auch ganz besonders finde in der Zentralnotaufnahme ist, wir als Pflegekräfte sind im Mittelpunkt in einem multiprofessionellen Team und da müssen wir als Pflegekräfte, weil wir den ersten Kontakt mit Patienten haben, finde ich ganz besonders, dass wir entscheiden im Notfall, in welcher Fakultät es hingeht. Wir nehmen Patienten auf, die fußläufig reinkommen, beziehungsweise mit Rettungsdienst und auch Notarzt. Und die kommen mit verschiedenen Krankheitsbildern, zum Beispiel Schlaganfall. Dann müssen wir entscheiden, welche Fachrichtung es geht. Und bei Schlaganfall, weil es leider ganz viele Patienten reinkommen, weil die davon noch nichts wissen, dann die ersten kontaktieren, Neurologen, dass es schneller geht zur Bildgebung, das alles auszuschließen, beziehungsweise weitergeleitet in die Therapie. So, das ist ein Tier. Tier ist ein Vorstufe quasi von Schlaganfall und da ist nicht lebensrettende Maßnahme durchgeführt werden soll, aber wir müssen ein bisschen schneller arbeiten, dass wir das ausschließen können. Deswegen habe ich eine Kollegin dazu geholt, dass sie das für mich mal schnell macht. Dann kümmere ich mich um nächste kommende Notfälle. Der junge Mann leidet seit letzter Woche an Nieren- und Harnleiterkoliken.
37, alles klar, ich rufe ihn mal an, ja? Danke. Ciao. Hi, ich habe einen Patienten mit Verdacht auf Nierenkolik links. Ich wollte dir nur informieren, dass ich den Kollegen mit durchschicke, ja? Wurde es schon bei dir angewendet? Nee. Hättest du Zeit, könntest du das mal, wenn du Zeit hast. Ich kann mich an einen Patienten erinnern. Wir hatten einen Anruf gekriegt, dass wir einen Patienten kriegen, laufende Reanimation. Da ist ein junger Mann, hat Basketball gespielt. Auf dem Basketballfeld ist er umgefallen und reanimationspflichtig geworden. Der wurde da leider reanimiert und bei uns unter Reanimation angekommen im Schockraum. Haben wir alles gemacht, was wir machen könnten, aber ist der junge Mann leider verstorben. Und das ist ein Ereignis, was ich nie vergessen werde, weil das ist ja ein junger Mann rund um mein Alter. Hatte keine Vorerkrankungen, keine Warnung, dass er irgendwelche Grunderkrankungen hatte. Wir haben eine Möglichkeit, hier in solche Krisensituationen mit den Kollegen zu reden, und das hilft ganz gut. Aber ich muss den nötigen Abstand davon dann halten, damit es mir auch gut geht und weiterarbeiten kann.